Tja, der Kollege hat's wohl hinter sich. Wow! Scheißvieh. Oh. Du Scheißvieh, ey. Jetzt haben wir hier ein Schema, Impulsprojektile. Auch wenn es ein bisschen dämlich ist, aber ich will nicht, dass dir das gleiche passiert wie den anderen, deswegen ja, zerhau ich dich jetzt schon mal. Ja, und mit diesem actionvollen Einstieg begrüße ich euch schon mal zu Let's Play Dead Space hier auf der USG Ishimura. Ihr seht ja, was hier gerade abläuft. Und es wird, glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht viel besser im Moment. Ach nö, nicht schon wieder. War was hinter mir? Nein, gut. Ich muss sagen, die Strahlenkanone ist genau das, was ich brauche. Ich wusste, dass der noch nicht tot war. Wobei ich aber mit der noch trainieren muss. Ganz ehrlich. Ah, hier ist ein Speicherort. Perfekt. Wir speichern zum 6. Mal. Das heißt, wir sind auch in der 6. Folge übrigens. Ich weiß jetzt nicht, ob wir für die 6. Folge schon recht weit sind oder ob wir viel zu lange gebraucht haben. Aber wir, selbst wenn wir zu lange brauchen, wir lassen uns dennoch weiter Zeit, weil wir eilen ja nicht, auch wenn es grauenhaft hier ist. What are you willing to give up your life for? Eigentlich... eigentlich für nicht sehr viel, außer es würde mir extremst viel bedeuten. Where's hope? Where's God? Gott gibt's nicht, also nicht laut meinem Gedenken. Sonst würde er das überhaupt nicht zulassen. The marker will slave us. Oder save us? Ich weiß nicht. Ich glaube, save steht da. Put it back when it... Ah ne, put it back where it belongs. Okay. Ja, wenn irgendwas von seinem Ort, wo es hingehört, weggerissen wird und dann so weit ausrastet oder sowas hervorruft... Schön. Okay. Ah, ein Medipack können wir gleich nehmen dann. Da fliegt doch was, oder nicht? 10.000 Credits. Nice. Es sieht geil aus, aber wir sollten nicht, glaube ich, allzu lange Zeit verplempern. Aber ich schaue mich trotzdem um. Ist mir egal, was Isaac hier macht. Wir kommen jetzt ziemlich schnell wieder rein. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Okay. Ja, also wenn sowas hervorgerufen wird von irgendwas, weil es von seinem Ort weg ist, nee, dann sollte man es wirklich zurückpacken. You're about to enter the Zero Gravity Therapy Room. Caution, please read. Navigating a Zero-G environment is dangerous. Only crew members wearing gravity boots should activate the gravity control panel. And should use caution at all times.
patient should not enter unless accompanied by a CEC medical officer. Tja, wir haben unsere Gravity Boots, aber das klang trotzdem nicht sehr schön. Irgendwas läuft hier doch rum. Irgendwas passiert hier doch bald. Was zur Hölle? Was? Ach so. Ah, ich kann jetzt so rumspringen. Ist ja cool. Aber was soll ich machen? Ich weiß nicht so recht. Was soll ich machen? Soll ich einfach nur auf die andere Seite? Wäre doch zu einfach, oder? War's das? Ende der Schwerelosigkeit. Nee, ich wollte schon sagen, das war's niemals. Doch, das war's. Wir haben mal ein Shockpad. Sie haben ein Shockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Thermit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch mir kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Ich bin immer vorsichtig. Eintritt Schwerelosigkeit. Wobei ich sagen muss, Angst habe ich trotzdem manchmal. Oh shit. Vor allem, wenn ich den Feind nicht sehen kann. Irgendwo neben mir. Warst du das einzige Vieh? Alter, wenn nicht, dann raste ich aus. Hat Schwerkraft offline. Okay, ich kann nicht wieder runterstellen. Ich kann nur zurücklaufen. Ende der Schwerelosigkeit. Okay. Dann gehen wir ins Vakuum. Tja, Kollege. Du hängst. Wow! Na klar, man hört die ja auch im Vakuum nicht. Aber ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass der jetzt hierher kommt. Luftkanister brauchen wir nicht. Brauchen wir echt nicht. Diese Wasserpartikel sehen echt geil aus, wenn die so in der Schwerelosigkeit sind oder halt im Vakuum. Haben wir's? Ende des Vakuums. Die sagen mir, ich soll auf das Sturmgewehr umschalten. So viel Munition, wie wir dafür bekommen. Was war das? Wir speichern. Das klang zu spacig. Yep, das wird gespeichert, okay. Das klingt gerade echt alles extrem spacig. Danke. Na klar, kommt da gleich was raus. Okay. Aber... Ach nö.
haben wir niemals. Was ist denn sein alternativer Feuermod? Ist ja auch cool. Aber ich mag den Plasma-Cutter bei den Viechern mehr. Der bringt einfach viel mehr. Jedenfalls bei denen. Bei den normalen bringt das Gewehr ruhig was. Aber bei den Viechern bringt der Plasma-Cutter überhaupt nichts. Und nein, wir werden die Werkbank hier wieder nicht nutzen. Oh, ich höre was. Was zur Hölle ist das? Okay, aber was war das? Ich weiß es nicht. Wir speichern jetzt erstmal nochmal zur Sicherheit. Das ist mir... Es tut mir auch leid, wenn ich generell in dem LP extremst leise bin oder ruhig, eher gesagt. Beziehungsweise halt, wenn ich nicht so viel sage. Tut mir echt leid, aber das hat so eine... Ich weiß nicht, so eine bedrückende Art mit den ganzen Sounds. Das macht ein bisschen... Ja... Ein bisschen kirre. Können wir irgendwas... Ja, wir haben da was Neues, aber wir brauchen... Am besten noch einen Anzug wieder. Aber ansonsten will ich ehrlich gesagt... gar nichts kaufen. Munition sind wir gerade richtig gut dran, ne? Ja, steh so nah dran wie möglich. Ist ja nur so, dass das extrem weh kann. Bis zur Leichenhalle sollte sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Kapitäns. Bis zur Leichenhalle. Nee, Leichenhalle klingt nicht sehr gut. Healing away from home. Oh shit. Ein Videolog. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest, Schwester. Drücken Sie ihn nach unten. Ende der Aufzeichnung. Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Ja, das war nie. Okay. Weil wir werden nochmal speichern. Denn das war es auch schon wieder für diese Folge. Wir sind am Ende der Folge wieder angelangt, leider Gottes. Wir haben noch herausgefunden, dass Nicole Medical Officer war. Und dass es da auch gerade richtig abging. Sorry, wir are full. Ja, nee. Jetzt nicht mehr. Dass es da auch irgendwie richtig abging, voll krank und so war anscheinend. Nächstes Mal werden wir in der Leichenhalle, in die Leichenhalle gehen. Ah, Leichenhalle, Necromorphs, das klingt nicht sehr vielversprechend. Oder wohl eher vielversprechend in Sachen sicher. Du hast mir versprochen, dass es sicher ist. Wenn es nicht sicher ist, dann schrei ich dich an, wenn wir das nächste Mal uns treffen. Okay, ansonsten, falls euch gefallen hat,
dann schaltet nächste Folge wieder ein, wo Isaac und ich uns durch die USG Ishimura kämpfen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal, wobei ich es bei Isaac nicht gerade weiß, aber Isaac sollte mal ein Bad nehmen, der ist schon ganz vollgespritzt mit Blut. Also, bis dann.